Hallo, hallo. Ja, hab da was Neues. Hab mir Gardinen gekauft, neue. Das da soll für die Balkontür. Hat so ein Muster. Ist das die lange? Siehst du? Und hab kurze genommen. Ich möchte, dass mein Fenster mir auf ist. Ich meine, hier die Höhe ist von oben 125. Und jetzt habe ich 140 und das kommt bis dahin und dann, ja, so ungefähr. Aber sieht man kaum die Orchideen und so. Naja, ich hoffe, es wird etwas kürzer, ne? Oder 145, ne, ist ja eigentlich die normale Länge für Fenster so. Und da habe ich jetzt dieses Set habe ich noch, weil ich dachte, nehme ich noch eins dazu, zwei Stück von den kurzen und für die Tür. Das da. Ja, und das Muster gefällt mir, ist sowas, ne? Finde ich, ja, schön. So ein Netzgewebe. Weiß. So, und dann habe ich noch die gleichen, dachte ich, egal, ich kann ja die gleiche für meine drei, habe ich ja drei Schlafzimmerfenster, aber die sind ja in einem, an einer Stange, ne? Und dann hänge ich die auch noch dahin, diese Höhe, weil ich da auch schöne Pflanzen stehen habe. Ja, und das wird auch dann so aussehen. Finde ich nicht schlecht. Da gab's auch, das habe ich bei TEDx gekauft. Dieses Etikett, ne, kennen ja viele. Ist von TEDx. Ich dachte, ich wollte mal gefertigte Gardine. Und ja, und ich dachte, das ist okay. Die lange 20 und die kurzen dann eben 10. Hat man eben im Set 40 Euro. Ne? Das sind diese so einfach. Und Kräuselband. Hier, ich brauchte auch wirklich mit. Hier steht ja Universal-Kräuselband. Da ist auch die Artikelnummer. Ne? Ja, hat mir gefallen. Dachte ich, ja, kommt das mal dran. Okay. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.